Und natürlich wieder herzlich willkommen zurück zu mir. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg hier, uns weiter in den, ja, in den Kern vorzudringen von dem Planeten. Wir sind sehr tief gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir noch vordringen müssen. Es dauert auf jeden Fall irgendwie anscheinend sehr lange, sehr ewig, dass wir überhaupt hier vorankommen. Der ist ja riesig und ich weiß nicht, ob diese Kernfragmente hier verteilt sind, ob die wie ein Mantel um den Mittelpunkt der Erde irgendwie herum sind. Das wissen wir nicht. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir jedenfalls noch vordringen müssen. Denn ja, ich habe keine Fackeln mehr. Wir müssen jetzt irgendwie sehr sparsam sein. Ich möchte die eigentlich auch ungern irgendwie weiter mitnehmen. Benutzen wir doch einfach mal mit. Können wir nicht so machen? Natürlich. Okay, wir können auch. Wir könnten da auch lang gehen. Den nehme ich aber wieder mit, weil da nichts Tolles ist, was ich sagen könnte. Okay, das lohnt sich. Ach, nee. Machen wir auf jeden Fall mit 4 hier noch einmal Licht. Vielleicht sind wir ja bald sogar so gut dran, dass wir nicht nochmal nach oben gehen müssen, denn es wäre so ein langer Weg. Es sei denn, wir würden uns irgendwie nach unten. Also, wir können ja sogar uns nicht nach oben teleportieren, das ist ja genauso das Schlimme. Wir sind ja hier unten an diesem Punkt gefesselt. Wir können ja nicht zurück. Wir können uns ja nicht nach oben beamen. Sonst hätte ich ja gesagt, komm, beamen wir uns nach oben. Stellen dann ganz viele tolle Sachen her und dann gehen wir wieder runter, aber ist ja natürlich nicht der Fall. Deshalb, ja, haben wir Pech. Gucken wir nochmal schnell im Inventar, was wir hier nochmal haben. Genau, die Öllaternen. Wir haben eine Öllaterne. Wir haben aber auf jeden Fall nochmal so ein Flutlicht. Ja, wow, wir haben ein Flutlicht. Die Betonung steht wirklich nur auf 1, denn wir sind echt runtergegangen. Ich war wirklich der Meinung, wir können doch mit so vielen. Okay. Da scheint ein. Sag mal. Tamam. Hier scheint es auch nach unten zu gehen. Hier ist irgendwie wohl auch noch ein großer See. Aber anders kommen wir jetzt nicht weiter. Wenn wir das jetzt nicht mitnehmen, dann kommen wir nicht weiter. Ach, ist das blöd. Das ist jetzt hier voll der. Man ist jetzt so richtig hier im Zugzwang. Da seht ihr, so eine kleine Laterne macht so ein Riesenlicht hier. Schnell in Inventar, Flutlicht, zack, 4, raus aus dem Inventar, 4, stellen wir es doch einfach mal auf. Ja. Hier haben wir jetzt gerade irgendwie nichts, wo wir wirklich sagen könnten, ja, es lohnt sich. Abgesehen von so ein komisches kleines Tierchen hier wieder mal. Ja, richtig schön verkloppt. Was machen wir jetzt denn nur? Was machen wir jetzt denn nur wirklich? Ich möchte eigentlich ganz gerne. Lasst uns jetzt wieder mal schnell hoch. Ich habe eine Idee. Sie ist zwar vielleicht nicht gut, aber sie würde vielleicht helfen. Ja, je mehr wir hier Flachland einbauen können, desto besser ist es doch eigentlich.
Nee, wir sterben so schnell nicht. Wir passen schon darauf auf, dass wir hier nicht irgendwie ertrinken. Wäre noch das Schärfste, wenn wir jetzt irgendwie ertrinken oder saufen und nicht aufgepasst haben. Denn ich muss sagen, hier unten ist irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Tolles ist da auf jeden Fall. Ich möchte gerne wissen, was da unten los ist. Da unten ist was Tolles. Oh. Es dauert einfach immer so mega lange. Oh. Halleluja, der wollte irgendwie nicht mehr hoch. Also, mir, um ehrlich zu sein, mir zieht es jetzt gerade so ein wenig im linken Horn. Verdammter Mist. Das wär doch echt beinahe gerade wirklich schief gegangen. Oh. Mann, Mann, Mann. Das müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir eigentlich auch nicht vergessen. Okay, mir ist es jetzt egal. Ich nehme auf jeden Fall eine dieser Laternen. Diese Laternen nehme ich auf jeden Fall mit. Und noch eine Fackel. Denn man sieht ja hier, dass wir hier oben auf jeden Fall waren. Eine lassen wir uns auf jeden Fall übrig. Ich würde sagen, dass wir die hier auch abbauen. Und wechseln auf jeden Fall diesen Inventarslot mit diesem komischen... Halleluja! Was ist denn hier überhaupt schief gegangen? Ich habe doch... Ja genau, das habe ich ja eigentlich gedrückt gehabt. Und das finde ich ja gerade so komisch. Und ich finde es gerade noch komischer, dass wir auf jeden Fall... So, machen wir mal ein bisschen weiter. Irgendwie verbraucht das gerade mehr, habe ich das Gefühl, mehr an Sauerstoff etc. Ich denke mal, jetzt sind wir sicher. Jetzt können wir hier auf jeden Fall weiterbauen, ohne dass... eine Riesenmasse von... Haben wir schon eingesammelt, glaube ich. Ah, hier geht's lang. Gold! Wir haben Gold! Unser erster Goldohr haben wir.
Ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal nur drei Viertel davon jetzt entdeckt haben? Also ergo, dass wir jetzt... Also was war das jetzt? Wir haben jetzt hier irgendwas gerade gemacht. Hey. Können wir auch wieder mit den Dreckblöcken dann was bauen? Natürlich müssten wir eigentlich, oder? Inventar? Wo sind die denn jetzt dahin hier? Auf 2. Da müssen wir eigentlich oben nicht hin. Wollte ich ja nun mal so gesagt haben. Aber mich würde es trotzdem mal reizen, um zu sehen. Ich denke mal schon, wir sind ziemlich nah unten dran, denn kann mir keiner sagen, dass das jetzt hier schon so, nicht jetzt so langsam das Ende wäre. Denn wir haben jetzt gut fast über eine Stunde weitergespielt und haben nichts außer nichts anderes gemacht, außer uns immer weiter nach dem Boden hinzugraben. Natürlich muss ich jetzt auch sagen, dass so langsam mir meine Mittelchen ausgehen. Können wir dann vielleicht... Ach, warte mal. Das gibt es doch jetzt nicht. Wir können Torches machen. Ta-ta-ta-ta-ta. Wir bräuchten aber diesmal auf jeden Fall irgendwie Holz. Und Holz unten auf jeden Fall irgendwie im Gestein zu finden, ist so gut wie unmöglich. Jedenfalls haben wir 31 Torches. Haben somit unser Leben gerettet. Also würde ich ja schon fast behaupten, dass es unser Leben hier gerettet hat. Denn... Zack, 5. Auf jeden Fall noch einmal hier ein bisschen was hin. Ich wäre jetzt überglücklich, wenn wir doch mal so langsam am Ende ankommen würden. Ja. Komm ruhig her. Geht doch. Das finde ich jetzt wieder weniger human, dass die hier sowas Großes hingebaut haben. Oh. Da fühlt man sich gerade wie bei Super Mario, wenn man den letzten Sprung versucht hat und ganz knapp an der Kante ist. Ich sehe hier nichts außer Tiefe. Heidewitzka. Das ist ja echt unmöglich gerade. Also, es geht ja jetzt hier schon... Wer wagt es? Kommst dahin hier, wo du herkommen bist. Aus deiner Mama! Den können wir wieder abbauen. Ein bisschen sparen sollten wir ja schon wieder. Wir wissen ja wirklich nicht, wie weit wir es noch runter haben. Wie weit wir es generell noch haben werden. Das meinte ich natürlich wieder.
Aber Leute, wie aussieht, sind wir jetzt wirklich dicht dran, ne? Wenn wir das haben, dann können wir wieder nach oben. Erstmal. Ich sage mit Absicht erstmal, weil garantiert da noch so kommen wird. Geh noch mal runter, du hast was vergessen. Oder, naja, nicht unbedingt vergessen, aber... Vor allem, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Kernfragment aussieht? Ich weiß es nicht. Plant Fiber. Nö. Sieht es vielleicht so aus? Ist garantiert wieder ein Fall für Galileo Mystery. Jetzt gehen wir so langsam mal hier runter. Ach, der folgt uns. Der möchte nicht alleine sein, kann ich verstehen. Komm her. Ja, komm. Na, jetzt fließt oder was hier? Alete kotzt das Kind hier. Mehr Wasser gibt's doch her nicht. Da ist auch noch was. Sind das so eine Kernfragmente? Haben wir vielleicht schon irgendwelche Core-Fragments? Nö. Warum auch? Jedenfalls irgendwie eine Never-Ending-Story, habe ich so das Gefühl. Oh, wir haben einen nassen Dreck. Wir haben schon mal nassen Dreck eingesammelt. Und muss jetzt auch feststellen, es ist wieder Zeit, Leute. Wir sind mal wieder auch enorm weit gekommen. Und ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Ich würde am liebsten natürlich jetzt schon gleich, zack. Und da sind wir dann auch schon unten. Aber ich weiß nicht, ob wir doch den anderen Weg gehen sollten. Naja. Jedenfalls, danke fürs erneute Zuschauen. Hoffe, euch hat's soweit wieder Spaß gemacht. Jetzt ist so langsam meine Stimme weg nach dem ganzen Tag sprechen. Und ja, hoffe jedenfalls, dass ich euch beim nächsten Mal wieder antreffe beim Zuschauen. Und ja, bis dann auf jeden Fall.